Hallo Deutschland am Tag des ersten deutschen WM-Spiels. Aber auch andere Themen bewegen Deutschland heute. Allen voran das hier. Michael Schumacher liegt nicht mehr im Koma. Knapp ein halbes Jahr nach seinem schweren Skiunfall hat er das Krankenhaus in Grenoble heute verlassen und wurde zur Reha in die Universitätsklinik von Lausanne gebracht. Eine aufsehenerregende Verhandlung ist heute in Dortmund zu Ende gegangen. Der Prozess gegen den sogenannten Hammermörder. Der 52-Jährige wird für eine Mordserie im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht. Vier Menschen soll er mit einem Hammer brutal getötet haben. Heute das Urteil. Er kriegt sie wirklich alle. Unser ZDF-Kollege Klaus Kleber vom Heute-Journal. Jetzt hat er Hillary Clinton interviewt. Seine begeisterte Reaktion kurz nach dem Gespräch, das sei eine überraschend energiegeladene und offene Hillary gewesen. Das Gespräch sehen Sie heute Abend hier im Zweiten. Aber schon jetzt haben wir eine kleine Kostprobe für Sie. Mrs. Clinton hat nämlich sogar über ihre Oma-Rolle und die Lewinsky-Affäre ihres Mannes geredet. Wie gesagt, überraschend offen. Also ab 21.45 Uhr die lange Version des Interviews, heute Abend hier im ZDF. So, und jetzt wird's mal so langsam Zeit, einen Blick über den Ozean zu werfen, auf das Traumland, das momentan überall im Fokus steht, Brasilien. Aber es ist nicht nur jetzt wegen der WM sehr beliebt als Reiseland, sondern generell ein Touristenmagnet. Die deutsche Reiseführerin Sabine Wager zeigt uns jetzt Ecken abseits der Stadien. Zum Beispiel dieses kleine Fleckchen Erde, sehr romantisch. Tja, und aus diesem Naturparadies zurück nach Deutschland. Dummheit oder Gleichgültigkeit, das weiß man nicht so genau. Im Ruhrgebiet schlagen die gleichen Täter in letzter Zeit offenbar öfter zu. Aber ihre Routine lässt sie unvorsichtig werden. Bei einem Überfall auf einen Discounter sind die drei Männer unmaskiert und lassen sich bei ihrer Tat von der Überwachungskamera filmen. Trotzdem kann die Polizei die Täter zunächst nicht schnappen. Aber wir haben über den Fall berichtet, ja, und ein Zuschauerhinweis hat jetzt weitergeholfen. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Uhr. Ja, in weniger als einer halben Stunde geht's los. Deutschland gegen Portugal. Und dann wird wieder gefachsimpelt und philosophiert. Dann werden wir wieder alle zu Fußballexperten, oder? Patrick Lipke verkürzt uns die Wartezeit und macht uns jetzt fit in seinem WM-Quiz. Also bitte fleißig mitraten. So, und jetzt heißt es Daumen drücken für unsere Jungs. In 20 Minuten ist Anpfiff gegen Portugal und Ronaldo. Jetzt aber erstmal Leute heute schauen mit Karen Webb. Einen grandiosen Abend Ihnen allen. Ciao.